So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV von JFD Brokers. Ich muss kurz hier selber das umschalten. Also der Risikohinweis, das stellt keine Anlageberatung dar und es ist nur meine eigene Meinung, wie die Märkte möglicherweise sich entwickeln können. So, dann kommen wir zum DAX. Am DAX gab es ja noch am Freitag, Vormittag, habe ich dieses Setup in der Nacht noch vorgestellt, war eben der Unterstützungsbereich im Tageschart an dem EMA 200, beziehungsweise eben auch an den letzten Tiefs hier möglich. Hier war die Kaufzone zwischen 10.710 etwa und bei 10.660 eben eingezeichnet. Schon vorbörslich wurde damals am Freitag die Zone erreicht, ging dann 100 Punkte etwa nach oben, 110. Dort habe ich dann erwähnt, hier kann man schon dann Gewinne mitnehmen und am Nachmittags im Verlauf lief es ja dann direkt noch runter in die Zone, beziehungsweise eben leicht runter, aber hat den Tagesschlusskurs oder auf Schlusskursbasis wurde der Stopp nicht verletzt. Und heute sieht man einen sehr starken DAX, hat das Kursziel, ich habe es am Wochenende eben 10 Punkte nach unten genommen. Hier wurde ja noch von 10.900 bzw. hier war noch 10.010 eingezeichnet an der ehemaligen dominanten Abwärtstrendlinie. Und aktuell stehen wir bei 10.970 Punkten. Am Wochenende, Entschuldigung, im Video hatte ich eben diesen Chart hier auf und war eben gemeint, dass der Kurs eben bis 10.980, 90 laufen könnte und dieser Move war jetzt nicht mehr präferiert, aber eben von dort aus war jetzt auch kein Short-Szenario vorgestellt. Und ab hier, ab diesem Level von 10.990, kann man eventuell sehr spekulativ nach einem Umkehrsignal schauen und dann eben nochmal diese Richtung hier eventuell nach unten traden. Aber aktuell läuft kein Setup, das ich im Stream vorgestellt habe. Ist nur eine Anmerkung, dass es hier hochlaufen noch gut könnte und eben hier dann eben muss man eben aufpassen, was dann passiert. Passieren könnte. Im Wochenchart noch, man sieht hier, dass er an der Wolke gescheitert ist, schlussendlich der DAX. Und eben aktuell kämpft er eben auch hier eben mit der Abwärtstrendlinie. Schauen wir noch in den Stundenchart. Hier wäre eben die Rainbow-Oberkante bei 11.080 sogar oder 88. Wäre noch möglich, Kurse. Und auf 15 Minuten Basis ist er aus dem Rainbow nach oben ausgebrochen. Also auf jeden Fall bullisches Zeichen. Und ja, die Rückläufe sollte man dann eher dann in Trendrichtung handeln. Das alles andere, was jetzt Short sein sollte, ist eher stark spekulativ und antizyklisch dann auch hier schon in der Ebene. Aber jeder handelt ja in unterschiedlichen Zeitebenen. So, dann kommen wir noch zu den Setups, die letzte Woche liefen oder noch laufen. Hier war, was ich noch vergessen habe am Donnerstag, das habe ich zwar vorgestellt, aber dann am Freitag total vergessen, dass das Setup ja mehr oder weniger sogar noch am besten lief von Palladium. Die Aufbruchsmarke war angegeben bei 5045, erste Kursziel bei 5060 und lief dann sogar hoch bis 570. Hier gibt es jetzt einen Rücksetzer in den Bereich von 550 könnte man nochmal einen Long Trade wagen, beziehungsweise wer noch investiert ist,
und noch keine Teilverkäufe gemacht hat, sollte auf jeden Fall aber den Stopp auf Einstand nachziehen. Barrick Gold habe ich noch am Freitag mitempfohlen, zusätzlich zum Goldpreis. Hier ist eben der Ausbruch geglückt, auch auf Tagesbasis über die 8 US-Dollar Marke. Hier sollte der Kurs weiter dann anziehen. Kommen wir kurz auch zu dem Gold-Setup, das hatte ich ja noch hier dran. Hier ist auch eben am Freitag Gold an die erste Zone direkt hingelaufen, hat hier dann den zweiten Buy-Trigger-Marke erreicht, lief dann aber nicht wirklich sofort in das Kursziel, was ich hier ausgegeben hatte, ran. Hier ist eben jetzt ein Rücklauf bis 1080, 1079 möglich und sollte dann hier möglichst nach oben ausbrechen. Eine DAX, Deutsche Bank habe ich noch empfohlen, aber da wurde keine Buy-Trigger-Marke erreicht. Bei der E.ON-Aktie das gleiche Spiel, nichts, kein Kaufsignal generiert. Und die Newmont-Aktie wurde am Montag vorgestellt und hier wurde eben auch die Buy-Trigger-Marke erreicht und schon einiges an dem Kursziel abgearbeitet. So, das wäre es erstmal. Ich schaue mir nachher die US-Märkte an, ob die mir noch entscheidende Signale liefern. Aber im Video hatte ich erwähnt, hier gibt es bislang, ist im Prinzip alles offen am Montag, nochmal nach oben oder auch eine Korrektur. Und dann sollte eben zur Wochenmitte eher natürlich nochmal ein Rücklauf stattfinden. Aber wenn der Ausbruch dann erfolgen sollte über die allseits bekannten Marken, dann darf man auf jeden Fall nicht mehr in Short-Richtung investiert sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich melde mich am Nachmittag nochmal wieder.